So, der nächste Trick, den wir die Woche machen, ist die Schussfinte. Die Schussfinte benutzen wir dann immer, wenn wir abrupt abbrechen wollen, wenn wir jetzt gerade auslaufen, dass wir dann stehen bleiben. Die machen wir zum Beispiel, wenn ein Gegner neben uns ist oder aber auch, wenn ein Gegner hinter uns läuft. Wir fangen mit der Schussfinte ganz einfach an, legen den Ball vor uns, stellen uns ein bisschen seitlich hin, gehen einen Schritt weg von dem Ball und legen hier vorne unsere Fußspitze auf den Ball drauf und packen hier ein bisschen Druck auf unser Bein. Wie es, wenn wir den Ball hier so aus dem Wasser fischen wollen. Springen dann mit dem linken Fuß in der Situation mit unserem Standbein ab und rollen den Ball auf die andere Seite. Ganz wichtig, wir wollen mit beiden Beinen landen. Die Fußspitze hier zeigt nach unten. Das heißt, wir ziehen den Ball hinter, landen mit beiden Beinen. Wir sehen schon, der Ball rollt weg von uns. Jetzt nochmal. Packen hier vorne den Ball hin. Fußspitze runter, Druck auf den Ball aufbauen. Gewicht auf dem linken Fuß. Springen ab, ziehen den Ball hinter dem Standbein, das heißt, er muss hinter dem rechten Fuß wegrollen, her und der Ball rollt auf die andere Seite. So, das machen wir ein paar Mal, bis wir uns wohl damit fühlen. Dann können wir es ein bisschen schwieriger machen. Wir stellen uns hier hin, fangen wieder aus dem Stehen an, rollen den Ball vor uns an, dass der Ball vor uns wegrollt, stellen uns wieder hin, springen, treffen, landen den Ball, gehen wieder hin, können uns nochmal schnappen, wieder den Ball anrollen. Rollt, springen, treffen, landen. So, das können wir noch öfter machen, bis wir uns wohl damit fühlen, dass wir die Übung ein bisschen kennen und dann machen wir die Übung, wie wir die Schussfinte richtig trainieren können. Wir fangen einfach hier hinten an, schieben uns den Ball einmal an, dass wir wirklich ins Laufen kommen. Hopp, springen hier in unsere Schussfinte. Man sieht schon, bremsen wir hier wieder unser Gewicht ab, dass wir in die andere Richtung gehen können. Drehen um, gehen rüber und machen das gleiche jetzt, hopp, mit dem anderen Fuß. Das Wichtige bei der Schussfinte, dass wir mit beiden Beinen können, ist ein Trick, der jeder Rechts- und Linksfuß mit beiden Beinen können muss, damit wir sie auf beiden Seiten anwenden können. So, das heißt, die Übung sieht so aus. Anschieben, hopp, Schussfinte springen, anschieben, Schussfinte springen, wieder anschieben, wieder in die Schussfinte und so weiter. Ich würde auf jeden Fall mal jede Seite viermal machen, dann kurze Pause, dann wieder jede Seite viermal. Je öfter man die Schussfinte übt und wiederholt, desto leichter wird sie für einen und desto besser kann man die Übung.